Die Raumfahrt-News im Überblick. Russland startet erste Mondmission seit 1976. Kopf-an-Kopf-Rennen mit indischer Mondlandemission. Deutsches High Impulse erhält Startgenehmigung in Großbritannien. Finanzinvestor KKR steigt bei OHB und RFA ein. NASA gibt überraschend Planung für Artemis 3 ohne SpaceX Starship bekannt. Und Booster 9 feuert alle 33 Triebwerke, bricht jedoch Test ab. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Montag, den 7. August, ist von Cape Canaveral eine Falcon 9 mit Starlink Internetsatelliten gestartet. Es waren 22 Stück der neuen Starlink 2.0 Mini. Die 214. Boosterlandung war auch erfolgreich. Ebenso am Montag ist von Plesetsk aus eine Soyuz 2.1b mit einem russischen GLONASS-Navigationssatelliten gestartet. Am Dienstag, den 8. August, gab es noch einen SpaceX Starlink-Start, hier ebenfalls die neuen Starlink 2.0 Mini. Die 141. erfolgreiche Boosterlandung am Stück ist auch geglückt und weiterhin bemerkenswert, einer der verwendeten Nutzlastverkleidungen wurde zum 11. Mal wiederverwendet. Am Mittwoch, den 9. August, ist von Taichung eine Langer Marsch 2C mit einem Radar-Erdbeobachtungssatelliten gestartet. Am Donnerstag, erneut aus China, hat das Raketenstartup Galactic Energy seine Series 1 Feststoffrakete mit 7 Kleinstsatelliten von Jingquan aus gestartet. Der Donnerstag blieb galaktisch. Virgin Galactic hat sein Spaceship 2 das erste Mal mit zahlenden Touristen gestartet. Suborbital und unterhalb der Kármán-Linie, also der offiziellen Grenze zum Weltraum, er sei hier der Vollständigkeit halber trotzdem erwähnt. Für mich viel spannender, der Raketenantrieb ist ein Hybridantrieb, über den ich auch schon hier eine Technik-Episode gemacht habe. Spoiler, das, was das deutsche Raketen-Startup High Impulse mit Paraffin macht, ist cooler. Noch ein Soyuz 2.1b-Start. Am Freitagmorgen hat Roskosmos die Mondsonde Luna 25 von Vostochny gestartet. Dazu in den News gleich mehr. Auch am Freitagmorgen ein weiterer SpaceX Starlink 2.0 Mini-Start vom Cape mit erfolgreicher Boosterlandung, versteht sich. Eben schon den Start von Luna 25 erwähnt. Luna 25 soll die erste russische Mission zum Mond seit der letzten sowjetischen Mondlandung 1976 von Luna 24 werden. Luna 25 soll die Südpolregion des Mondes erkunden. Die Landesonde soll die Zusammensetzung des polaren Mondregolith sowie die Plasma- und Staubkomponenten des Mondes untersuchen. Die Mission wird 30 Kilogramm wissenschaftliche Instrumente transportieren, darunter einen Roboterarm für Bodenproben und Bohrausrüstung. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Sonde mindestens ein Jahr wissenschaftlich arbeiten. Vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine war ja auch die ESA an dieser Mission beteiligt. Wann Luna 25 landen soll, ist mir noch nicht bekannt. Ob durch Leaks oder als fundierte Mutmaßung, die Community rechnet aktuell mit einer Landung zwischen dem 21. und dem 23. August. 23. August, war da nicht was? Richtig, auch Indien hat wiederholt was zum Mond geschickt. Chandrayaan 3 hat erfolgreich ein weiteres Manöver zur Verringerung der Mondumlaufbahn um den Mond durchgeführt und war bei Redaktionsschluss in einem Mondorbit von 174 km mal 1437 km. Ihren zweiten Mondlandeversuch plant die indische Raumfahrt aktuell für Mittwoch, den 23. August um 14.17 Uhr nach deutscher Zeit, also MESZ. 23. August, da bin ich auch wieder im Senkrechtstarter-Studio und kann das dann definitiv live streamen. Aktuell ja gerade in Spanien kann ich hier schon mal spoilern, dass ich nächste Woche das spanische Raketenstartup PLD Space besuchen werde und mit dem Gründer und CEO Raúl Torres sprechen darf. PLD ist eines der europäischen Startups, das mit seiner Mura 5 einen Microlauncher baut. PLD steht jetzt ganz kurz davor, eine Suborbitalrakete, die Mura 1, zu starten. Fun Fact, mit einer Nutzlast des ZAMS aus Bremen. Der Erststart, der wurde wegen Waldbrandgefahr in Südspanien auf September verschoben. Gut für mich, denn so werde ich die Rakete noch mit voll integrierter Nutzlast sehen können. Und das bringt uns zum heutigen Sponsor CyberGhost VPN. Ich war viel für Senkrechtstarter unterwegs und wenn ich mich vor etwas ekel, dann sind es offene WLANs, direkt nach öffentlichen Toiletten. Egal ob Handy oder Laptop, wenn ich ein fremdes WLAN nutze, dann möchte ich instinktiv einen VPN-Tunnel aktivieren, damit meine Verbindung verschlüsselt ist. Aber ich kann auch den Ländercode meiner IP-Adresse über den gewählten VPN-Server aktiv wählen und so von überall auf alle Inhalte zugreifen, selbst wenn Dienste geografisch geblockt sind. So kann man beispielsweise auf 40 verschiedene Streaming-Dienste zugreifen und Inhalte sehen, die sonst nicht abrufbar sind. CyberGhost VPN ist laut eigenen Angaben VPN Nummer 1 in Deutschland und mit meinem Link bei 2,03 € pro Monat unschlagbar günstig. Das beinhaltet eine Lizenz für 7 Endgeräte und wenn ihr nicht alle braucht, dann könnt ihr die Lizenz auch problemlos teilen. Über das Betriebssystem müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, da CyberGhost VPN für alle wichtigen Plattformen eine passende App bereitstellt. CyberGhost ist dabei äußerst benutzerfreundlich und man braucht keine technischen Vorkenntnisse, um das Programm zu nutzen. Und CyberGhost verfolgt eine strikte No-Logs-Policy, das heißt, dass nicht mal CyberGhost selbst über eure Aktivitäten im Internet Bescheid weiß.
2,03 € pro Monat, da kann man wirklich nichts sagen. Probiert es einfach mal aus. Mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie habt ihr auch die Möglichkeit, es euch auch nochmal anders zu überlegen. Wenn euch CyberGhost aber gefällt, dann bekommt ihr 4 Monate kostenlos dazu. Link ist in der Beschreibung. Erst eine Höhenforschungsrakete und dann eine Orbitalrakete? Genau, das deutsche Raketenstartup HiImpulse verfolgt die gleiche Strategie. Wie das Unternehmen diese Woche auf Twitter, also X, mitteilte, hat HiImpulse jetzt die Genehmigung für den Start ihrer RS-75-Höhenforschungsrakete von der britischen Flugaufsichtsbehörde erhalten. Der Start soll vom schottischen Sexafort erfolgen. Da muss man sich ja fast schon wünschen, dass die Schotten ein Referendum durchführen, um Teil der EU zu werden. Spaß beiseite. HiImpulse habe ich besucht. Ja, HiImpulse auch, weil in den USA ja nichts Gleichwertiges gemacht wurde, heißt das jetzt nicht, dass es nicht geiler Scheiß ist, was die da machen. Ich habe von mehreren Seiten gehört, dass das, woran HiImpulse da still und heimlich mit dem Paraffinantrieb arbeitet, richtig heißer Scheiß ist und mit verflüssigen Treibstoffen technologisch weltweit führend sein dürfte. Wenn noch nicht geschaut, mein Besuch bei HiImpulse, den verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Raketen-Startups, ich mag sie alle, natürlich besonders die deutschen, HiImpulse, ESA und RFA. Mittlerweile durfte ich die ja alle besuchen. Die Rocket Factory Augsburg, RFA, hat diese Woche bekannt gegeben, dass der Finanzinvestor KKR mit 30 Millionen Euro eingestiegen ist. Laut RFA zeigt diese frische Finanzierung das Vertrauen in die RFA, während die weltweite Nachfrage nach Zugang zum Weltraum ja weiterhin wächst. Ja, die Investition wird den bevorstehenden integrierten Test der ersten Stufe von der RFA erleichtern und das Startgelände des Unternehmens am Sexford Spaceport in Schottland helfen fertigzustellen, um letztendlich den Micro-Launcher EVA-1 auf die Startrampe zu bringen. Der erste Flug ist für das zweite Quartal 2024 geplant. Mit dieser Investition in Höhe von 30 Millionen Euro wird KKR neben dem bestehenden strategischen Investor OHB zu einem führenden Investor in die RFA. Und das bringt uns zur OHB, die ich ja wie die RFA bereits besuchen durfte. Denn der Investition in die RFA ist die Nachricht vorausgegangen, dass KKR Aktien des Bremer Satellitenbauers aus dem Streubesitz für 44 Euro je Aktie kaufen möchte und die OHB sich von der Börse verabschieden will. Die Familie Fuchs wird aber mit etwa 70% weiter größter Anteilseigner bleiben. Auf diese Nachricht schoss die Aktie von grob 32 Euro auf über 40 Euro nach oben. Wie bereits berichtet, kam in der ersten Augustwoche eine Cygnus-Kapsel an der ISS an, als derzeit einzige amerikanische Kapsel, die ja die ISS beschleunigen kann oder boosten kann. Am Freitag, den 11. August um 16.35 Uhr MEST, zündeten die Triebwerke der Cygnus NG-19 und beschleunigten die ISS um 1,3 Meter pro Sekunde. Davor musste die ISS jedoch gedreht werden, da die Cygnus unterhalb des Unity-Moduls befestigt ist. Ja, und in der normalen Fluglage der ISS zeigen dann die Triebwerke des Cygnus nach unten. Für einen Reboost müssen wir aber entgegen vielleicht der Intuition nicht nach unten zeigen, sondern so, dass sie halt die Station beschleunigen und schneller machen. ISS Reboost, super spannendes Thema. Schau mal in mein Video zu dem Thema. Ist eines der beliebtesten Videos hier auf Senkrechtstarter. Ja, im Gegensatz dazu ist bei den russischen Progress-Kapseln, die normalerweise für Reboosts verwendet werden, keine Drehung der ISS erforderlich. Diese Kapseln, die sind hinten an der Station angedockt, wodurch ihre Triebwerke auch in normaler Fluglage der Station gegen die Flugrichtung zeigen. Die Cygnus kann daher auch nicht für Weltraumschrott-Ausweichmanöver genutzt werden, da das Drehen der Station viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde und solche Manöver oft nur wenige Stunden Vorlaufzeit haben. Am 6. August wurde übrigens genau so ein Ausweichmanöver nötig. Die Progress MS-22-Triebwerke wurden um 4.03 Uhr MEST gezündet, um die ISS einer Geschwindigkeitsänderung von 0,3 Meter pro Sekunde zu verleihen, um so Weltraumschrott ausweichen zu können. Zurück zur Cygnus. Es ist unwahrscheinlich, dass die Triebwerke der Cygnus NG-19 vor dem Ende ihrer Mission am 30. Oktober erneut für einen Reboost genutzt werden können. Am 15. September wird die Soyuz MS-24 am benachbarten Dockingport von Cygnus andocken und dort bleiben. Wenn ein Raumschiff am Rasjet-Port angedockt ist, darf Cygnus keine Reboosts durchführen, da die Abgase die angedockte Kapsel beschädigen könnten. Da sind solche Reboosts nur bis zum 15. September möglich. Erneut wagten sich russische Kosmonauten in den Weltraum, um das im Juli 2021 gestartete Nauka-Modul in Betrieb zu nehmen. Genauer gesagt, um den europäischen Weltraumrobotikarm ERA an Nauka in Betrieb zu nehmen. Am 9. August um 16.44 Uhr MST verlassen die Kosmonauten Sergei Prokofjew und Dmitri Petelin die russische Luftschleuse Poisk. In den vorherigen Weltraumausstiegen wurde die Wissenschaftsschleuse und der Radiator mithilfe des europäischen Robotikarms ERA von Rasjet nach Nauka verlegt und dort installiert. Dieses Mal wurden Schutzplatten an den Stellen installiert, wo zuvor der Radiator bzw. die Wissenschaftsschleuse angebracht waren, um
vor Mikrometeoriten zu schützen. Die Kosmonauten lösten auch eine Arbeitsplattform für ERA von Rasviet. Diese Plattform wurde vor über 13 Jahren zusammen mit Rasviet mit dem Space Shuttle gestartet. Sie war noch mit den Halterungen versehen, die für den Start mit dem Space Shuttle erforderlich waren. Um diese zu lösen, nutzten die beiden Kosmonauten unter anderem auch ein Messer. Eigentlich ein Werkzeug, das man ungern in die Nähe von lebenserhaltenden Raumanzügen sieht. Aber hey, die Russen, die kennen da nichts. Nachdem die Halterungen entfernt waren, installierten die Kosmonauten die Arbeitsplattform an einem Ende des ERA. Sergei Prokofjew ritt als erster Mensch überhaupt den europäischen Robotikarm im Weltraum. Der wurde übrigens von Andrei Fedyajew aus dem Inneren der Station gesteuert. Nachdem die Arbeitsplattform erfolgreich getestet wurde, warfen die Kosmonauten die nicht mehr benötigten Haltevorrichtungen entgegen der Flugrichtung ab. Diese nicht mehr benötigten Teile werden also entgegen der Flugrichtung der ISS geworfen, um sicherzustellen, dass sie die ISS nicht mehr erneut treffen. Man geht davon aus, dass sie innerhalb weniger Monate in der Atmosphäre verglühen werden. Der Außenbordeinsatz dauerte 6 Stunden und 35 Minuten und endete um 23.19 Uhr MESZ. Überraschende Enthüllung. Die NASA hat nun zum ersten Mal offen in einer Pressekonferenz zugegeben, dass eine Mondlandung bereits mit Artemis III mehr als ungewiss sei. Laut Jim Free, dem Direktor der NASA für Explorationsprogramme, habe man kürzlich mit SpaceX auf der Starbase über den Zeitplan des Starship HLS gesprochen. Und man sehe da einige Herausforderungen, die eine Fertigstellung des HLS bis Ende 2025, Anfang 2026 äußerst ungewiss erscheinen ließen. Auch wenn SpaceX, allen voran Elon Musk, wiederholt anderes behaupten, gehen brancheninterne Experten derzeit von einer Fertigstellung des Starship HLS nicht vor 2028 aus. Damit es zwischen Artemis II und Artemis III, sollten sich diese Befürchtungen bewahrheiten, ja nicht zu einer mehrjährigen Pause der Artemis-Missionen kommt, untersucht die NASA derzeit die Möglichkeiten von Alternativmissionen für Artemis III, dann ohne Mondlandung. Eine Alternative für die Artemis III-Mission könnte ein Flug zum Gateway sein. Zwei Gateway-Module, HALO und PPE, sollen bis 2025 fertiggestellt sein. Beide Module sollen dann gemeinsam auf einer Falcon Heavy starten. Allerdings wird es ein Jahr dauern, bis beide Module dann im Near-Rectilinear-Halo-Orbit des Mondes ankommen werden. Eine Artemis III-Mission zum Gateway könnte somit frühestens Ende 2026 starten. Bevor wir zu weiteren Starship-News kommen, hier geht wieder ein riesen Dankeschön an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter mit ihren regelmäßigen Spendenmonitor unterstützen. Ohne euch könnte ich diesen Nischenkanal nicht betreiben. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zum Senkrechtstarter Patreon oder der YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Am vergangenen Sonntag, den 6. August, hat SpaceX eine wichtige Etappe in der Entwicklung des Starship-Programms erreicht. 33 Triebwerke des Starship Super Heavy Boosters 9 wurden gezündet. Obwohl der Test keine größeren Schäden angerichtet hat, bei SpaceX-Tests sind da die Erwartungen ja geringer, #420, gab es auch Herausforderungen. Statt der geplanten 5 Sekunden dauerte der Test nämlich nur 2,74 Sekunden. Wir mutmaßen, dass das dem Umstand geschuldet war, dass 4 der Triebwerke vorzeitig abgeschaltet wurden und damit ja, das Startabbruchkriterium größer gleich 30 Triebwerke unterschritten wurde. Einige Experten sehen dies als Hinweis auf mögliche Zuverlässigkeitsprobleme der Raptor-Triebwerke. In meinem letzten Video, das sich mit diesem Test auseinandersetzt, gehe ich genauer darauf ein, dass die eingesetzten Triebwerke mitunter aus dem Jahr 2021 sind und keines vor dem 420-Test im April gebaut wurde. Gelernte Lektionen also definitiv noch nicht umgesetzt wurden. Es bleiben noch Herausforderungen, aber die Geschwindigkeit, mit der aktuell gerade getestet wird, zeigt schon irgendwie, dass SpaceX im Starship-Programm in beeindruckender Geschwindigkeit vorankommt. Booster 9 und die Nullstufe, wie die Startinfrastruktur von SpaceX ja genannt wird, haben den Test auf jeden Fall unbeschadet überstanden und besonders das von der Community sehr intensiv verfolgte neue Wasserunterdrückungssystem scheint wie geplant zu funktionieren. Wenn der Test mit Teillast erfolgt ist, sollte man aber auch sagen, dass Booster 7 so einen Test auch schon absolviert hat und dabei auch keine Schäden aufgetreten sind, sondern erst beim voll integrierten Flugtest im April. Ich würde erwarten, dass der Test von Booster 9 vor einem Flug wiederholt wird, um weitere Daten zu sammeln. Aber bei SpaceX weiß man ja nie. Booster 9 wurde nach dem Test von der Startplattform entfernt und zur Überprüfung zurück in die Produktionsanlagen gebracht. Ja, der Zeitpunkt für den ersten Flug des Boosters, der ist derzeit noch völlig unklar, aber wir sehen ja einige Fortschritte in der Starbase, also mal schauen, wie das aussieht mit einem Start in diesem Jahr. Ich kann euch leider weiterhin nicht sagen, wann der nächste Start des Starships erfolgen wird. Definitiv näher dran als der nächste Starship-Start sind die Starts der kommenden Woche. Ich habe da aktuell tatsächlich nur einen Falcon 9-Start von Cape Canaveral auf der Liste. Der ist für Donnerstag, den 17. August geplant. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an CyberGhost, denn erst solche Kooperationen ermöglichen den ganzen Content auf diesem Kanal. Wenn ihr eure Daten im Netz noch mehr schützen wollt oder Streaming-Angebote aus dem Ausland nutzen wollt, klickt mal meinen Link in der Videobeschreibung und holt euch CyberGhost. In den ersten 45 Tagen gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie und der Kundenservice von CyberGhost, der ist für euch rund um die Uhr auch auf Deutsch da. Ihr könnt das Ganze also komplett risikofrei testen. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen und mit dem Abo hier, genau, hast du einen Platz in der ersten Reihe für alles, was uns noch in der Raumfahrt erwartet. #Abo.
Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.